Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Microsoft Train Simulator auf Kai's Retro Games. Letztens hatten wir wieder Open Rails gespielt gehabt, halt eben jetzt mal wieder MSTS dran und vor allem eine Neuerung. Die Züge der Baureihe 277 sind endlich da. Wir schauen mal kurz, da sind sie auch schon, da steht er schon. Der gute 277er, der alte, da ist er. Wir haben ihn endlich für den Train Simulator ready, das heißt, wir können ihn endlich nutzen. Das war mir nämlich ein großes Anliegen, dass wir den auch endlich bekommen. So. Wir stehen im Ostbahnhof bereit. Wie gesagt, halt eben. Also wir sind heute als Verstärkerzug für die Wannsee-Regatta unterwegs. Das ist unser Aufgabenbereich. Wie halt eben gesagt, das ist unser heutiges Ding halt eben. Wie gesagt, wir werden natürlich nicht an allen Stationen halten, sondern halt eben nur an den Stationen Ostbahnhof, Alexanderplatz, Viertelstraße, also an den wirklich wesentlichen, sag ich jetzt mal eben, weil wir als historischer Sonderzug halt eben damit dran teilnehmen. Ja, ich habe einen Vollzug daraus gemacht, damit es auch ganz gut passt. So schaut er aus. In dem Fall halt eben endlich verfügbar für Microsoft Train Simulator, so ein großes Anliegen, dass wir da endlich auch den 277er, die berühmten Olympiazüge, auch endlich mal im Bestand haben, dass wir die voll fahren können. Halt eben, wie gesagt, weil ich habe da viele Anregungen bekommen, ja, kannst du das mal machen und das wäre voll toll und so weiter. Und ich habe dann gedacht, gut, aufgrund der lieben Dinge und so weiter, natürlich, wir werden das dann in Angriff nehmen. Wie gesagt. Ich wäre eigentlich als Rundkopf mit dem Peenemünder zufrieden gewesen, aber nach diversen Drängen und Bitten habe ich dann gesagt, okay. Was natürlich jetzt im Peenemünder zum Vergleich halt eben anders ist, halt eben, wir haben jetzt halt eben hier auch endlich schöne, runde, richtige Räder. Halt bei Peenemünder waren die eher spärlich, ein bisschen dünn, sage ich jetzt mal abgehalten. Aber er fährt sich dafür auch ganz gut halt eben. Hier ist es jetzt wirklich halt eben, wie gesagt, so, dass wir halt eben jetzt richtige Rädchen noch haben. Ebenso ist es mit der Beleuchtung halt eben auch ein neues Ding, denn wir haben halt eben, wie gesagt, vorne gleich auch das Schlusslicht halt eben, das Spitzenlicht, das rote für Falschfahrten, aber ebenso auch das untere halt eben für die Nacht, für Nachtfahrten oder für Fahrten eher im Dämmerlicht, sage ich jetzt mal. Aber fahren wir erstmal in den Bahnhof Alexanderplatz hinein. Ich sag, das Add-on MSTS bei der S-Bahn ist ja jedem bekannt, halt eben. Ich finde aber hier passen die Züge einfach am allerbesten. Das ist meine persönliche Meinung. Sie sind auch aus Zugmaterial dessen entstanden und damit gehören sie hier natürlich einwandfrei dazu.
So, wie gesagt, Türschließsignal ist wieder mit vorhanden, wie es das ursprünglich auch immer war, halt eben, da lege ich Wert drauf, dass das stimmt halt eben und ich finde, hier passen die Züge wunderbar hinein halt eben. Also für jeden, der das Broschürenheft kennt, 50 Jahre S-Bahn, wo der wohl halt eben ein Olympiazug halt eben da rausdüst aus dem Bahnhof Alex in Richtung Janowitzbrücke. Für den ist das ein unabkömmliches Bild, das gehört einfach mal fix mit dazu, da wollen wir gar nicht drüber streiten, das ist einfach so. So, dann geht's auch für uns gleich weiter. Schon die Türen schließen. So schaut der Zug halt eben, wie gesagt, halt eben aus. Das ist er, so ist er geworden. Ich hoffe, er gefällt euch halt eben und bereutet euch natürlich nachher im Simulator viel, viel Freude. Mir tut das auf jeden Fall. Es gibt, wie gesagt, halt eben zwei Versionen. Es gibt eine für MSDS und eine für Open Rails. Wie gesagt, halt eben die für Open Rails bestimmte Variante. Wie gesagt, halt eben natürlich auf die Engine von Open Rails auch abgestimmt, halt eben der Zug tut ganz anders beschleunigen. Und man kennt das, wenn man alte Züge hat, halt eben mit einem Totmannschalter und man fährt in Open Rails, nimmt da einem das doch immer recht häufig sehr, sehr krumm. Und um das zu vermeiden, habe ich gesagt, gut, dann werden wir halt eben zwei Versionen des Zugs erstellen: eine, die auf Open Rails eher abgestimmt ist und eine, die da eher in Richtung hingeht. Also in dem Bereich halt eben Richtung MSTS. Damit wir da auch nicht zu kurz kommen. So, wir fahren jetzt aber erstmal halt eben, wie gesagt, bis für die Straße rein halt eben, bis wir dann wirklich auf die Station kommen. 9.12, 3.50 ist angesetzt, 9.10 ist es halt eben, also wie gesagt, wir kommen da recht gut hin. Das Aufgabenpaket, das ich hier befahre, halt eben, wie gesagt, mit der Aufgabe Matze-Regatta, gibt es auf The Train zu downloaden für das Addon S-Bahn Berlin halt eben. Man benötigt aber unbedingt, das steht aber auch in der Beschreibung drin, bevor man es runterladen tut. Unbedingt das Addon Pro-Train Karwendelbahn. Signal macht aber nichts, ist jetzt auch nicht so drastisch, bin ich der Meinung. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Wie gesagt, stehen jetzt in der Station Friedrichstraße halt eben drin. In unserem Züglein. Ich möchte an der Stelle auch nochmal dem lieben Marcel Rochner, also unserem lieben Skytech-Helfer, danken, der mich da immer inspirieren tut, halt eben mit neuen Sachen auch wieder durchzustarten. Der mich immer am Laufenden hält, halt eben mit Tipps und Tricks gibt halt eben, also wie gesagt, mit Rat und Tat zur Seite steht halt eben im Bereich eher für Open Rails, er spielt ja eher so Open Rails, ich bin da eher so der MSTS-Spieler. Aber aufgrund seiner Beobachtungen halt eben über diverse KI-Züge sowie aber natürlich auch halt eben, wie gesagt, Anregungen und Tipps für diverse Züge im Microsoft Train Simulator, bekomme ich da immer Anregungen halt eben aufgrund derer ich dann halt eben den Fuhrpark natürlich dann auch ausweiten. Deswegen nochmal ein dickes Dank an dich, lieber Marcel, halt eben, wie gesagt, du hältst die ganze Sache mit am Laufen und deswegen gehörst du hier auch ehrwürdig mal erwähnt. So. Ja, wie gesagt, halt eben, wir warten jetzt auf das Abfahrtssignal, aber gut, es ist auch erst um 9.13.30 Uhr, erst der
die Abfahrt angesetzt, halt eben, wie gesagt. In Open Rails hat das Ganze mit der Aufgabe nicht so ganz funktioniert, halt eben, wie gesagt, die klassischen Aufgaben funktionieren, aber die selbsterstellten halt eben, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sollte man lieber bei Open Rails lassen, sollte man lieber die mitgelieferten nehmen. Das läuft dann doch um einiges runter. Da kommt auch schon ICE hinein, die Station vor der Straße, der kommt uns da gerade zu. Sehen wir ihn auch halt eben. Wie gesagt, also er läuft dann Open Rails sowie in MSTS. Also man hat auf beiden Simulationen seinen Spaß mit dem Stück. Wir warten jetzt wie gesagt nur noch auf das Abfahrtssignal, damit wir rausdüsen können. Wie gesagt, bei Train Simulator da an sich zu kriegen ist so ein Ding halt eben, wie gesagt, halt eben, weil er doch halt hier eher den Blickwinkel unterhalb der Stadtbahn bevorzugt halt eben, weil das eher, sagen wir mal, eher so Erdenniveau ist halt eben, also so erdennahes Niveau halt eben, da ist Open Rails wieder anders halt eben, das sucht sich eher so den Fixpunkt, den man sich mit der Kamera selber aus und man schickt einen dahin. So, wir kommen dann auch am Regierungsviertel vorbei, so langsam in Richtung des Hauptbahnhofes. Da drüben sehen wir übrigens den Reichstag. Fahren an der Charité vorbei, jetzt kommen wir dann gleich über die Brücke. Genau. Kommen dann in den Hauptbahnhof hinein. Das ist so langsam abbremsen, halt eben, wenn wir dann über den Bahnhof drin sind, müssen wir dann mit 50 fahren. Wie gesagt, wir fahren halt eben jetzt da schön brav entspannt hindurch durch den Hauptbahnhof, unserem Züglein. Nicht wundern, ich setze mal hier wieder hin und arbeite eben, wie gesagt, deswegen klingt das manchmal so, das ist ganz normal. So, da geht's dann los, wie gesagt, halt eben, es wird langsam immer dunkler, wir könnten eigentlich schon das Stirnlicht dann nicht mal einschalten. Weil der beleuchtet alles vor uns, ist auch nicht gerade schön. Wie gesagt, das Ziel ist der Bahnhof Wannsee halt eben für die besagte Wannsee-Regatta halt eben, zu der wir dann auch pünktlich kommen müssen oder sollten, das wäre gar nicht mal so unvernünftig. Um 29 sollten wir dann auch schon mal so einen Bahnhof zu lang ankommen, halt eben, oder schaffen wir das Ganze super aus. Wie gesagt, mir war wichtig halt, dass man die Länge der Linie der Züge so langsam auch mal auf der Schaltbahn sieht. Jetzt sind sie endlich da, sie fahren wollen wieder. So, wir rollen jetzt durch die Station Revue durch halt eben. Thank you.
fahren auf dem Bahnhof so langsam zu. Knapp ist es gewesen. 50 Sekunden wieder halt eben, wie gesagt, Stellzeit. Ja, wir sind ein bisschen über das Signal hinausgeschossen. Ja, das sieht man ganz gut. Knapp ist es gewesen, aber wurscht, Hauptsache Freude am Fahren halt. Und so kann man den Ball auch ein bisschen rumgucken, ist ja auch nicht verkehrt. Man soll nicht immer noch motzen. Also wir stehen jetzt hier ein Stück halt eben raus. Wie gesagt, an besagter Station. Halt eben, was für Züge ihr euch wünscht oder Vorschläge oder sowas in die Richtung hat. Wie gesagt, immer alles unten in die Kommentare schreiben, das wäre ganz, 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 ganz lieb, wie gesagt. Und ja, ansonsten brauche ich eigentlich viel zu sagen, halt eben, wie gesagt, für alles weitere halt eben, wie gesagt, in dem Punkt, also für weitere Projekte, mal sehen, was einfach in Zukunft auf uns zukommt. Ich lasse mich da selber, glaube ich, immer überraschen von dem, was mir da so immer spontan einfällt. Und der Rest, den werden wir dann sehen. Thank you.
sind wir auch schon an der Station Westkreuz, 50 Sekunden lang, dann geht die Tour direkt weiter in Richtung Wannsee. Ja, wie gesagt, halt eben. Drüben steht ein Zug der Baureihe 481, halt eben, so ein schönes Bild halt eben, beide mal so nebeneinander, halt eben alt und neu. Auch schön. Ja, wie gesagt, halt eben. Also, wenn euch, wie gesagt, die Videos gefallen, dann bitte schreibt mir das doch alles in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wie gesagt, halt eben, ich versuche ja immer so gut wie möglich, halt eben das Beste aus den ganzen Geschichten, die ich hier so veranstalte, rauszuholen, damit auch jeder dazu kommt oder jeder das sieht, was er gern sehen möchte, halt eben. Aber ebenso, damit ich auch Sachen ins Spiel integriere und einbringe, über sich wieder aufreuen kann. Oje, 27:15 haben wir noch einen riesen Bergzeit, so da abfahren können. Wie gesagt, ich sage es an der Stelle nochmal, halt eben viele vergessen, dass immer ganz gerne zwischendurch halt eben unterhalb dieses Videos halt eben, also in der Beschreibung, sind dann auch beide Links dann zu, jetzt zu finden, wo die beide Versionen angeboten werden, halt über thetrain.de, also sprich die Open Rails Variante, wie auch die halt eben jetzt für hier von MSDS. Beide Versionen kostenlos halt eben, also das Material, was ich zur Verfügung stelle, wird nie etwas kosten. Ich mache das alles gern, ganz gern frei für die Community, damit jeder auch das, auch jeder was davon hat halt eben. Für die alle, die sich halt eben, wie gesagt, die nicht mehr so günstig an den alten Simulator rankommen, sage ich jetzt mal, weil sie halt eben, es gibt, und man mag es gar nicht glauben, auch in der heutigen Zeit gibt es noch Menschen halt eben, die über keinen eBay oder Amazon-Account verfügen. Deswegen, ja. Wie gesagt, halt eben für jene Leute, die auch an solche Add-ons nicht mehr rankommen, weil sie halt eben keinen eBay-Account haben oder sowas, dann für die ist das halt eben dann doch, glaube ich, eher eine Freude. Für alle, die Add-ons haben, natürlich sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber wie gesagt, halt eben, es soll für jeden was sein, damit jeder was davon hat, halt eben, wie gesagt, das Add-on S-Bahn Berlin ist und bleibt halt eben, wie gesagt, nebst Legenden zwischenspielen. Und das sind meine beiden Lieblings-Add-ons, inklusive die Linie E, die 3 sind bei mir absolut im hohen Kurs. Da gibt es nichts. Und ja, wie gesagt, halt eben. Also das ist halt eben so viel dazu. Ja, wir stehen jetzt halt eben da und warten halt eben an der Station Westkreuz, dass wir endlich weiterfahren dürfen. Bin ja mal gespannt, wann dazu der Anpfiff kommt. Wenn wir mit unserem Olympiazug endlich weiterfahren können. Wie gesagt, das Buch Die eleganten Rundköpfe hat mich in dem Punkt immer sehr inspiriert, halt eben, wie gesagt, daran zu arbeiten, halt eben, dass man diese Züge irgendwann für den MSTS dann auch hat, halt eben. Jetzt ist es doch noch endlich soweit, halt eben, dass jeder seine Freude daran haben kann. Mein Lieblingszug ist und bleibt nach wie vor der Peenemünder halt eben. In den habe ich viel Arbeit reingesteckt. Viele, 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 viele Tage und Nächte. Wie gesagt, aber auch er hier natürlich hat seinen Platz. Aber im Großen und Ganzen halt eben, wie gesagt, halt eben, ich bin zufrieden, dass ich es geschafft habe, dass ich die Rundköpfe so ins Spiel integriert habe, dass man sie jetzt endlich auch zur Verfügung hat. Na? Also, dass man das
überhaupt so in der Akustik, in der schönen Akustikform überhaupt zur Verfügung hat, ist ja schon viel wert. Weil ich bin ganz ehrlich zum Thema, ich bin immer zufrieden, wenn ein Zug so authentisch klingt, dass ich das auch nur ein bisschen sagen kann. Verdienen Sie wirklich den Titel Olympiazüge bei der Spitzengeschwindigkeit, mein lieber Schwan. Da geht was weiter. Wie eine Eins, unser guter Junge. Ja,
falls ihr dann künftig noch Anregungen und Vorschläge habt, dann eben, wie gesagt, oder Tipps und Tricks mir auch noch geben könnt zum Thema, man lernt ja bekanntlich nie aus, dann bitte schreibt mir das doch alles in die Kommentare, ich würde mich riesig drüber freuen. Wenn das so wäre, da wäre ich echt fröhlich dankbar für. Ja, wie gesagt, halt eben. Ansonsten halt eben, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich euch doch, bitte, dann gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Das wäre ganz lieb, beim Gegenteiligen natürlich ganz klar, das Gegenteilige. Und abonnieren nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Halt, wenn man immer mit auf den neuesten Stand kommt, immer die neuesten Sachen, das ist nicht verkehrt. Und ja, ansonsten halt eben, wie gesagt, lassen wir die Aufgabe so jetzt langsam dann am Ende entgegenklingen. Halt eben. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, genauso viel wie wir halt eben. Ganze Geschichte hier zu moderieren und zu gestalten halt eben, beziehungsweise auch den Zug zu erstellen für euch. Ja, und ansonsten halt eben sage ich danke fürs Zuschauen an der Stelle halt eben und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Das heißt Let's Play Microsoft Train Simulator oder natürlich da kommt schon die Station Nikolassee langsam ins Bild. Ich hoffe, wie gesagt, halt eben wirklich in dem Fall, dass es euch Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, halt eben euch das Ganze hier zu präsentieren, halt eben ebenso aber auch den Zug zu erschienen, also den Zug auszuarbeiten und halt eben, wie gesagt, damit man alles im Train Simulator aktiv nutzen kann. Ja, an der Stelle sage ich dann auch Tschüss und würde sagen, bis zum nächsten Video wieder. Ich verbleibe bis dato, euer Kai und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Service erteilt.